Moin, moin, liebe Freunde! Willkommen bei einer Runde Hearthstone! Ich dachte mir, es wird mal Zeit, hier auch mal wieder ein bisschen was zu machen und zu spielen. Und ja, ihr seht hier, deckmäßig bin ich da gänzlich schlecht eingedeckt. Aber ich habe meinen Magier, den habe ich ein bisschen gespielt. Und mit dem wollen wir einfach mal gewertet ein bisschen antreten, um mal zu gucken, was hier los ist. Und wenn das gut läuft, habe ich mir gedacht, zeige ich auch noch demnächst mal ein bisschen die Naxxramas-Reihe. Ja, ich bin kein wirklich guter Hearthstone-Spieler, aber ich habe auch noch nicht allzu viele Karten. Daran hapert es noch ein bisschen. Aber momentan komme ich da richtig ins Feeling rein, habe richtig Bock drauf bekommen. Deswegen zeige ich euch da mal was. Oh, gegen Jaina. Sind wir mal gespannt, wie es hier ausgeht. Okay, Intelligenz habe ich natürlich ganz gerne. Die beiden kommen weg, die sind mir gerade zu teuer. Ja, super. Natürlich kommt's schlechter zurück. Das ist leider oft so. Na, was soll's. Seid mir gegrüßt, fremde Frau. Können wir nichts machen, weiter geht's. Ein Flammstoß allgemein auf der Hand zu haben ist ja nicht schlecht, aber nicht zu Beginn. Das ist eklig. Nächste Runde können wir scheinbar noch nichts machen. Was ziehen wir? Und, na, ein Spinnchen. Spinnchen ist gut. Raus damit. Spinnen mag ich. Ja, okay, er hat schon mal zwei Karten, die er spielen kann. Das ist nicht so schön. Ah, Feuerball brauchen wir auch nicht. Einen Schaden drauf machen, dann ist er immerhin weg, ne? Auf der anderen Seite können wir auch hier ihn rausbringen. Und unsere Spinnen ein bisschen pushen. So sieht schon besser aus. Ah, mein Kabel ist verheddert. So. So, er kann zwar einen wegpingen, aber auch nur einen. Mal sehen, ob er jetzt die Karte für 2 spielt, die er noch hat. Die dürfte hier oben irgendwo sein. Ich muss da immer von Magic aus ein bisschen umdenken und dann Hearthstone zu spielen. Ah ja, und er pingt natürlich einen weg, okay. Kann er machen. Blüng, 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 blüng. Das ist natürlich jetzt schön. Den legen wir auch raus. Und hämmern ihn hier ein bisschen ins Gesicht. Fertig. Elisa heißt unser Gegner. Elisa. Grüß dich, Elisa. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal so weit, was wir brauchen auf der Hand. Ein Feuerball für den Spott. Das ist auch cool. Ich denke, er wird es ihm zermerben. Ja. Ist auch soweit ein guter Deal. Wir ziehen erstmal mal Karten. Ja, alles klar. Fangen wir mal easy an. Jetzt gleich haben wir auf jeden Fall schon mal das Dingo am Start. Das Dingo rettet Leben. Später noch das Elementar. Ah, wäre schon fast das Sheep nicht schlecht. Ja, machen wir das Dingo raus. Machen ihm einen Schaden, damit das Dingo ihn auch gleich umhauen kann. Klar, er kann auch angreifen, pingen, dann ist Dingo auch tot, aber dann haben wir trotzdem noch freie Bahn. Da kommt natürlich was. Oh, ein Schaf. Das finde ich unschön. Karte oder Ping? Karte oder Ping? Das ist hier die Frage. Na. Okay, zumindest sind wir ihm jetzt gleich los. Spott haben wir auch noch reichlich am Start, ne? Spott haben wir noch reichlich. Ah komm, spotten wir hier mal rum. Hauen ihn weg, greifen ihn an, fertig. Ich heb noch ein bisschen was auf, falls er gleich mit den dicken Kreaturen ankommt. Dann haben wir immer noch ordentlich was, um uns zu verteidigen. So würde er wahrscheinlich jetzt meinen Bären weghauen. Ja, kann aber auch machen. Oh, und das ist Dingo, aber dafür haben wir ein Schaf.
Ah, jetzt bitte etwas Luck für uns. Ja, geht. Geht, kann ich mitleben. Er hat immer noch die Qual der Wahl. Er wird auf jeden Fall sterben. Klar, Bären weghauen. Und er kann noch pingen. Also hier, das nenne ich pingen. Ich glaube, das habe ich von Maru. Ich weiß es gar nicht genau. Klar, scharf weg. Ah, das sehe ich gerne. Aber erstmal möchte ich ihn loswerden. Aber immer schön fest ins Gesicht. Ja, was spielt er? Noch ein Dingo. Na gut, wir haben noch einen Feuerball übrig. Kriegen wir also auch weg. Ist keine Gefahr. Okay, unser Spott wird jetzt auch dran glauben müssen. Weg mit dem Spot, den braucht keiner. Erstmal angreifen. Ja, das Icon mal rauslegen. Und schon mal anfangen, es wegzuknuspern. Ich denke, das läuft ganz gut. Noch sieht's gut aus, aber so ein Spiel entscheidet sich ja eigentlich immer am Ende. Bin mal sehr gespannt. Ein Oasenschnappkiefer, ein wunderschöner Name. Ja, 2,7. Na gut, solange es halt nicht gespottet ist, ist es für uns auch kein Problem. Wir haben alleine ja auch noch unsere Eisbarriere. Damit können wir auch noch einiges rausholen. Machen wir ein bisschen Feuer an. So. Zwei davon, ne? Tja, ich würde sagen, wir hacken ihn zu Klump. Wir machen ihn weg. Können wir eigentlich auch gleich durchziehen, ne? Ach, guck mal, einen können wir einfrieren. Den auch noch rauslegen und fertig ist das Ding. Hauen wir gleich einen Flammstoß raus und dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen weg und der zweite, der wird dann aufgefressen. Läuft. Oh, da, okay, das ist natürlich schlecht. Ja, das ist schlecht. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass er da ein bisschen was rauslegt. Damit der Flammstoß ordentlich zieht. Das wäre schon schön. Na, nein, nicht auf mich. Nein. Nein, sowas macht man nicht. Oh, du fieser Lümmel. Ein Flammstoß. Ein Feuerball. Tada! Die Eisrüstung, meine Damen und Herren. Schützt vor ungewollter Schwangerschaft. So, jetzt bitte irgendwas Brauchbares. Oh, das ist brauchbar. Flammstoß oder nicht? Ne, wir legen ihn raus. Ah, ein bisschen mehr ins Gesicht. Solange er keinen Spott hat, liegen wir auf jeden Fall weit vorne und können uns das erlauben. Oh nee. Als ob ich es gerochen hätte. Schade. Ich mag die Gundel. Spinnen heißen bei mir öfters mal Gundel. Okay, du knabberst dich also an der Rüstung fest. Oh, mit 4 Mana gibt er ab. Erstmal 2 Karten ziehen. So. Oh, schön. Oh, schön. Sehr schön. Komm hier direkt mal los. Okay, nicht, was ich haben wollte. Aber nächste Runde können wir auf jeden Fall den Flammstoß machen. Deswegen loaden wir ihn schon mal an. Ja, ich würde sagen, noch hat ein kleines Problem. Oh, das war gut.
Das war schon mal gut. Also am Spot vorbei kommt er. Ah, fetter Oger, nicht schön. Ja, komm. Es wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was wegrösten. Also er stirbt sowieso, das heißt, den Feuerball kann ich noch auf ihn machen. Ich denke mal, er würde jetzt mein Wasserelementar angreifen. Also ihm bleibt ja keine andere Wahl. Wenn er jetzt durchzieht, hat er ja trotzdem verloren. Es sei denn, er legt noch einen Spott raus. Das ist möglich. Nee, macht er nicht. Dann sollte er jetzt mein Wasserelementar kaputt machen. Macht er nicht. Okay, er gibt lieber auf. Na gut, er wäre wahrscheinlich dann trotzdem allein durch die Feuerbälle tot gewesen. Das war ein schönes Spiel. Das war ein schnelles Spiel. Hooray! Hooray! Mein Gott, wir kriegen hier Kohlen rein. Sollen wir noch eins hinterher schmeißen? Ah, komm, eins geht noch. Eins geht noch. Na, such nicht so lange, kleiner Freund. Schön ist, wenn ich gewertet spiele, ich nicht auf Maro treffen kann und der mich nicht im Grund und Boden spielen kann. Ja, ich muss auf jeden Fall dieses Deck noch weit überarbeiten, aber wie gesagt, das sind die Karten, die ich aktuell habe und das sind die Karten, die ich halt dann demnach aktuell spiele. Tja, ich behalte die anderen. Schade. Sehr schade. Aber erstmal soll es reichen. Kommen wir auf jeden Fall relativ schnell mit raus, ne? Das ist schon mal ganz gut. Such deine Karten weise aus, kleine Mickey Maus. Ach komm. Ah, ist er eingeschlafen? Spiel abgeschmiert? Hallo? Da bewegt sich auch nichts. Ah, da. Oh, da bewegt sich was. Scheint die Sinn. Hallo. Grüße. Ja, gegrüßt wird im Spiel echt selten. Na gut, dann droh lieber. Entschuldigt bitte. Macht nix. Grüße. Es gibt leider kein Hihi. Den direkt wegpingen wäre sogar eine schöne Sache. Ich bringe erstmal direkt Sport raus. Aber wenn er was anderes noch an Wildtier rausspielt, dann kann ich ihn immer noch jetzt gleich kaputt machen. Also es passt schon. Passt schon. Wie unhöflich. Ja, ich denke. Ach komm, legen wir die Spinne noch raus. Aber das Vieh gleich mit der Spinne einfach kaputt. Das geht ja auch. Oh, zufälliges Wildtier. Bitte keins mit Ansturm. Oh, 5-4 Sport. Also jetzt 5-4 durch ihn. Ah ja, jetzt können wir ihn natürlich abholen. Wir können ihn trotzdem wegpingen. Das ist schon mal gut. So. Den will ich noch nicht reinjagen, denn das muss er erstmal machen. Um einfach diesen Zug aus der Tasche zu kitzeln. Und gleich kann ich das Dingo spielen. Das ist schon mal ganz gut. Ich hätte zwar lieber die Eier schon draußen, aber die erstmal kaputt zu machen, dauert leider bei mir ein bisschen länger, weil ich zweimal dafür pingen muss. Zwei Feuerbälle. Na, greifst du an? Sehr schön. Das freut mich.
Kann ich dich nämlich hier kaputt machen. Dir ins Gesicht hauen und hier noch einen Spott rauslegen und schön ist das Ding. Oh, noch ein Wildtier. Was hast du da? 4-2, wahrscheinlich Ansturm und ja, Ansturm. Okay, ihr wollt unbedingt eine Karte ziehen. Geht natürlich auch. Tja. Ich würde mal sagen, ich ziehe mal lieber Karten. Und mach mal das Board ein bisschen clear. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich was in der Hand. So ist es ja nicht. Wir können auf jeden Fall gleich was machen. 6 Mana, also entweder den Bären und ihn direkt verstärken. Wobei ich glaube, dass ich lieber ein Ei und die Verstärkung spielen kann. Da kann ich nämlich das Ei zum Angriff benutzen. Das ist schon ganz cool. Aber der Erden hier erhält jedes Mal 1-1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Hm, unschön. So. Das Problem ist, ach Mist, ich bin Idiot. Er wird ihn natürlich jetzt angreifen. Ohne Spott war das natürlich sinnfrei. Ohne Spott war das gerade richtig blöd. Aber dann muss er ihn opfern. Das ist also auch nicht so verkehrt. Ich denke, er spielt erst noch so viele Karten, wie es geht, um Karten zu ziehen und dann, um den 1-1 zu pushen und dann greift er an. Und dann habe ich ein Problem. Ja. Aber auch schön gemacht. Dafür ist das Ei schon mal weg. Und sein 4-4-Diener auch gleich. So, Karten ziehen ist natürlich nicht verkehrt. Karten ziehen oder nicht Karten ziehen? Ja, machen wir lieber mal so rum. Ich muss leider mal anfangen, Schaden zu machen. Ne? Wir haben schon ordentlich was gefressen. Das ist nicht gut. Gleich können wir ihm 2 Feuerbälle reinjagen. Das ist schon mal schön. Ach, ekelhaft. Ah, schade. Schade. Der Zufall ist nicht auf unserer Seite, möchte ich mal meinen. Wir brauchen trotzdem einen Spott. Ah, Mist, ich hätte den Flammstoß machen sollen. Ach, Mist. Ah, Mist. Das war auch eigentlich total unnötig gerade. Warum spiele ich ihn gerade so komisch? Ja, vielleicht geht es ja noch relativ gut aus. Es sieht aber schlecht aus für uns, muss ich ja schon sagen. Ja. Ich denke nicht, dass wir uns davon gut erholen. Aber, was sollen wir machen? Alleine hier durch seine Fähigkeit würde uns wahrscheinlich jetzt den gar ausmachen können. So viel Schaden kriegen wir eben, glaube ich, nicht mehr reingedrückt über die Zeit. Ach. Schlecht. Sieht ganz schlecht für uns aus. Hätte es andersrum gespielt, hätte es noch mehr Karten. Obwohl, die hat aber schlecht gerade gezogen. Bäh. Bäh, sage ich da. Bäh. Tja. Wir kriegen 2 getötet. Ne, wir kriegen sogar alle weg. Aber wir müssen ihm langsam mal Schaden machen, ne?
Ja, wir haben nur noch 8 Leben. Vergiss es, Gandalf, das wird nichts mehr. Machen wir ihm noch mehr Schaden? Ne, wir ziehen Karten. Shit. Nicht, was ich wollte. Nicht dabei, was ich wollte. Ich wollte irgendwas Vernünftiges, einen dicken Spot oder so. Ah, dieser Pfeil! Das ist schon mal gut. So, machen wir ihn kaputt oder hauen wir auf ihn drauf? Wir haben nur noch 2 Runden. Das war's. Jetzt kommt nämlich ein Pfeil, dann sind wir auf 1. Nein, ich habe nichts im Deck, was ihm jetzt noch gefährlich werden würde oder mir einen Vorteil verschaffen würde. Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Aber er hat immerhin kein Mana. Er kann nicht mehr einen Pfeil auf mich schießen. Das ist gut. Damit bin ich zufrieden. Trotzdem, glaube ich, kommen wir jetzt erstmal nicht weiter, ne? So, das heißt 2 Spott, die kriegt er weg und dann kann er mit dem Dicken durch. Bäh. Dem Dicken kann man natürlich den Hals umdrehen. Haben dann aber keinen Spott mehr. Also, den kriegen wir weg. Den Hund kriegen wir weg. Und dann haben wir noch einen Spott da liegen. Traurig, aber es geht ja nicht anders. Ah, er kann nicht angreifen. Shit. Was soll ich nur tun? Schnell und stark zuschlagen. Okay, schade, aber nicht so schlimm. Wäre ein Spott draufgegangen, wäre es auf jeden Fall unser Ende gewesen. Entschuldigt bitte. Ja, das war's. Gut gespielt. Na gut. Es wurde nochmal knapp zum Ende, liebe Freunde, aber unser Deck hat leider nicht ausgereicht. Oder vielleicht meine spielerischen Fähigkeiten, wer weiß das schon. Aber wir bleiben noch auf Level 20 hängen. Und haben sogar ein Level abbekommen. Okay. Und, friert alle feindlichen Gegner ein. Dankeschön. Ingoald. Ja, ich werde das Deck auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Und wir sehen uns bestimmt nochmal in weiteren Folgen. Aber die kommen nicht täglich. Dafür habe ich leider keine Zeit. Aber zwischendurch bestimmt mal, weil es einfach Spaß macht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's gut. Tschüss.